Sonntagnachmittag, 16 Uhr in der Schweiz und in Berlin. Und es ist Zeit für einen Space Café 33 Minuten mit Sabine von der Recke. Wir möchten uns beim BDI und vor allem bei Matthias Wachter und Sarah Hillmann für deren Unterstützung und die Zusammenarbeit an dieser Stelle herzlich bedanken. Wir danken euch alle für euer Interesse und eure zahlreichen Rückmeldungen und wir nehmen diese sehr ernst. Nur so können wir unsere Formate noch verbessern. Mein Name ist Chiara Mönter, Eventkoordinatorin von Spacewatch Global und heute in der Ansagerrolle. Ansonsten moderiere ich auch noch unser Space Café Benelux, gemeinsam mit meinem Co-Host Banu Basingi. Spacewatch Global ist eine Online-Plattform mit Sitz in der Schweiz für Informationen rund um Raumfahrt und New Space sowie interaktive Formate für alle Weltraumbegeisterten und Profis wie euch. Viele von euch kennen auch unsere Website spacewatch.global, unsere zweiwöchentlichen und täglichen Newsletter und unsere Space Café Podcasts. Alle zwei Wochen am Dienstagmorgen gibt es eine neue Folge auf allen großen Podcast-Plattformen. Und es lohnt sich wirklich, da mal reinzuhören. Die aktuelle Folge ist mit Dr. John Mankins zum Thema Space Solar Power und andere spannende Entwicklungen. Wir haben auch einen Fanshop, wo ihr uns aktiv unterstützen könnt. Holt euch oder euren Lieben das coole Space Watcher T-Shirt oder die Space Watcher Tasse oder eins unserer anderen tollen Produkte. Wir sind auf euren Support angewiesen, um unsere Arbeit fortzuführen. Und damit ist meine Arbeit erstmal getan. Und ich freue mich, euch an euren Host Andreas Schäfers weiter zu übergeben. Andreas, over to you. Nur noch das Mikro anmachen. Das ist jetzt echt peinlich. Willkommen, mein Name ist Andreas Schäpers. Ich freue mich sehr, euer Gastgeber dieser Ausgabe des Space Cafés zu sein. Bitte entschuldigt die kleine Panne mit dem Mikrofon, aber ich habe natürlich höflicherweise das Mikrofon ausgestellt, während Chiara sprach. Vielen Dank, Chiara, für diese freundliche Einführung. So. Pandemiebedingt, ihr ahnt es, sitzen wir noch immer nicht in einer schönen Location irgendwo in Berlin, sondern zu Hause, im Urlaub, im Büro. In meinem Fall ist das zu Hause im schönen Köpenick, ganz links unten auf der Berlin-Karte. Aber kommen wir nun zu unserem Gast, Sabine von der Recke. Sabine von der Recke ist Sprecherin der German Offshore Spaceport Alliance, kurz COSA. Die German Offshore Spaceport Alliance wurde im Dezember 2020 gegründet und verfolgt das Ziel, mit einer schwimmenden mobilen Plattform aus der Nordsee Trägerraketen mit Nutzlasten bis zu einer Tonne ins All zu befördern. Sabine ist als Leiterin des Berliner Büros des Raumfahrtkonzerns OHB seit vielen Jahren in der deutschen und europäischen Raumfahrt unterwegs. Sabine und ich sind uns in der Vergangenheit des Öfteren begegnet und deswegen bleiben wir auch hier beim Du. Sabine, herzlich willkommen im Space Café Germany. Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Wunderbar. Vielleicht könntest du erstmal unseren Zuschauern, weil ich denke, nicht alle sind mit eurem Projekt wirklich vertraut, kurz mal zusammenfassen, was eure Idee eigentlich ist. Das kann ich. Also unsere Idee ist, dass wir ab dem Jahr 2023 voraussichtlich für Microlauncher, also kleine Trägerraketen, die eben starten, wie Trägerraketen so starten, eine Startmöglichkeit anzubieten. Also die Microlauncher so ungefähr bis zu 30 Meter Länge, ungefähr bis zu einer Tonne Nutzlast, eine Startmöglichkeit von einer schwimmenden Plattform, also einem Schiff aus der Nordsee heraus anzubieten. Wir denken, dass das eine gute Idee ist, weil wir ja, das hoffentlich, denke ich, wissen alle interessierten Zuschauerinnen und Zuschauer, einen recht großen Boom haben von Microlaunchern in Deutschland und eben auch sich die ganze Raumfahrt-Startup-Szene sehr, sehr schnell und sehr erfreulich entwickelt. Und wir denken, dass wir damit eben eine weitere Möglichkeit zur Verfügung stellen, um diesem New Space Ökosystem, das hier gerade in Deutschland so schnell wächst, eine weitere Komponente hinzuzufügen und damit eben den Microlaunchern, wie gesagt, eine attraktive und schnell erreichbare Startmöglichkeit zu bieten. Okay, das klingt nach einem durchaus ambitionierten Projekt. Wer steht denn hinter GOSA? Was ist die Alliance?
Die Alliance sind vier Unternehmen aus Bremen tatsächlich. Und zwar ist es eben einmal die OHB, also quasi mein Arbeitgeber. Wir sind so, stehen so quasi für die Raumfahrtkomponente und für die Raumfahrtexpertise. Dann haben wir mit der Firma Harren und Partner, auch ein mittelständisches Unternehmen, eine Reederei, die eben das Schiff in ihrer Flotte hat, wobei, also sagen wir mal nicht in der Flotte heißt nicht, dass das Schiff, dass wir das exklusiv nutzen würden, sondern die haben das Schiff eben entwickelt und bauen lassen und haben eben so ein bisschen haben auch die Kenntnis dieses Schiffs. Dann ist dabei die DOC, Deutsche Offshore Consult. Die sind eben im Offshore-Bereich, also bei der Planung von Offshore-Windparks, bei der Frage, wie wird das errichtet, was muss man für Genehmigungen haben und sowas. Da sind die sehr, sehr stark und das ist natürlich für uns auch ganz wichtig. Und dann haben wir als viertes Unternehmen die Firma Media Mobil. Das ist ein Kommunikationshaus, die in erster Linie Kommunikationslösungen für Offshore anbieten. Also die Frage, wie bindet man einen Offshore-Windpark oder eine Ölplattform über Satellitenverbindungen wirklich sicher und belastbar ans Land an? Und das sind eben vier Firmen, die sich im Dezember 2020, du hast es ja schon gesagt, zusammengefunden haben, um dieser Initiative, die maßgeblich vom BDI initiiert wurde, zu sagen, wir brauchen einen Spaceport in Deutschland, dann eben quasi, naja, die Aussicht auf einen Betrieb zu geben. Und ja, also diese vier Unternehmen, wie schon gesagt, das sind eigentlich so Kompetenzen, die man da zusammen braucht. Wir haben noch zwei strategische Partner. Das ist einmal die BLG. Das ist in Bremerhaven ein großes Logistikunternehmen. Und mit der Firma Lampe und Schwarze, das ist ein Versicherungsanbieter, sind wir im Moment ganz gut aufgestellt, um eben wirklich, ja, dieses, wie du schon sagst, das etwas ambitionierte Vorhaben, aber in der Breite ganz gut mit Experten abdecken zu können. Ich finde das ganz interessant, dass ihr das über von einem Schiff aus machen wollt, weil bevor ich mich jetzt etwas intensiver jetzt mit euch und auch dem Projekt beschäftigt habe, bin ich immer davon ausgegangen, eine Plattform ist vielleicht einfach so eine Ölplattform oder sowas, irgendwas Ähnliches, Ausrangiertes. Aber auf eurer Website kann man einen Film sehen, der so ein bisschen, glaube ich, erklärt, wie ihr euch das vorstellt. Magst du noch mal ein bisschen was im Detail zum Startplatz, also geografisch sagen? Weil die Nordsee ist ja groß. Wo wäre das denn? Weil ich stelle mir vor, man müsste ja schon so ein bisschen vor die Küste gehen, möglichst weit weg, möglicherweise auch von den Einranderstaaten, weil so ein Raketenstart, da kann eine Menge schief gehen. Raketenstufen, zumindest die erste Stufe, fällt normalerweise zurück auf die Erde. Wo wollt ihr starten? Also die Tatsache, dass wir das von einem Schiff aus machen und eben dafür aufs Wasser fahren, der Grund ist tatsächlich, dass es eben von Land aus Deutschland raus schwierig bis fast unmöglich ist zu starten, weil, wie du schon sagst, man muss halt eben, wenn man von Deutschland aus startet, immer irgendwie über bewohntes Gebiet rüber, ob das jetzt solche was jetzt Helgoland ist oder Dänemark, also ne, es ist halt immer irgendwie bewohnt. Und um das zu vermeiden, wie eben gesagt, wir machen das von einem Schiff aus. Dieses Schiff, es ist halt eben ein Schiff, ne, es ist also mobil. Im Moment ist es so, dass wir uns einen Startflecken ausgesucht haben in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone. So ein ganz kleines Eckchen, das im Moment auch noch nicht im Raumordnungsverfahren in irgendeiner Form verplant ist. Also es gibt natürlich in Deutschland auch für die Nordsee ein Raumordnungsverfahren, ist ja klar. Also nicht nur in Deutschland, muss man jetzt der Fairness halber sagen. Und da gibt es eben ganz viele Bereiche, die für Offshore-Windparks oder sowas vorgesehen sind. Aber es gibt eben auch noch so ein paar Weißflächen. Und eine davon haben wir uns jetzt ausgeguckt, um einmal zu sagen, das wäre unser bevorzugter Startplatz. Da müssten wir eben nicht über bewohntes Gebiet drüber. Wir hätten für die meisten Orbits eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, so dass man eben kein Manöver fliegen muss, dass man da sehr gut reinstarten kann. Und wir haben eben gesagt, um diese ganze Geschichte eben wirklich auch einmal planspielmäßig durchzugehen, zu gucken, als wir üben das gerade so, als würden wir mit diesem Schiff nur von dieser Stelle aus starten können, damit man eben, wie gesagt, ne, einmal gucken kann, was muss genehmigt werden. Es müssen ja dann irgendwie auch solche Sachen gemacht werden, wie Flugrouten gesperrt oder also Flugverkehr gesperrt. Das muss man gucken, wo ist ein guter Platz, dass man da jetzt nicht in einen der Hauptflugkorridore reinkommt, Schiffsrouten und sowas alles. Dafür haben wir uns eben diesen einen Flecken ausgesucht. Allerdings ist es eben so, es ist ein Schiff, ne? Also wir könnten eben auch sagen, wir fahren damit irgendwo anders hin. Nordsee, wie du schon sagst, ist groß,
Aber es ist ja nicht nur die Nordsee. Man kann auch mit dem Schiff von der Nordsee aus, vom Bremerhaven aus, also das kann auch jetzt schon sehr gut. Jetzt gerade ist es irgendwo in Indien unterwegs. Also ist ein Schiff. Okay, jetzt, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Micro-Launcher beschäftigt, fällt einem auf, okay, es gibt ganz offenbar einen Boom. Wir sehen, glaube ich, allein in Deutschland haben wir drei Startups, die sich im Bereich beschäftigen. Wir haben international, ja, ganz, wie gesagt, einen Boom. Also wir sehen eine ganze Menge Unternehmen, die sich damit beschäftigen, Raketen zu bauen. Die brauchen alle einen Startplatz, so weit, so gut. Aber warum, glaubst du, brauchen wir eine Launchzeit in Deutschland? Ich meine, immerhin gibt es in Europa Startplätze in Kiruna oder in Norwegen. Die gibt es jetzt schon, das sind, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, zurzeit eher Startplätze für Sounding Rockets, also kleinere suborbitale Raketen. Aber es gibt Pläne, diese Startplätze auszubauen zu echten Spaceports. Außerdem scheinen die Portugiesen ähnliche Pläne in den Azoren zu verfolgen. Auch in Großbritannien, glaube ich, gibt es aktuelle Diskussionen um zwei mögliche Startplätze. Scheinbar oder offenbar sind die Skandinavier schon ein Stück weiter als wir hier in Deutschland. Warum glaubst du, ist es für Deutschland jetzt notwendig, einen eigenen Spaceport mobil auf der Nordsee zu betreiben? Ja, weil tatsächlich eben alle Startplätze, die du jetzt gerade beschrieben hast, da ist irgendwie jetzt noch nicht mal so, dass man sagen würde, da schraubt einer an der Goldrandlösung vorbei, sondern die haben irgendwie alle so, naja, also sagen wir mal, es ist tatsächlich so, dass wir schon nach einem Startplatz im Herzen der Europäischen Union suchen oder den zur Verfügung stellen wollen. Schweden, wie du schon sagst, da kann man eben im Moment Suborbitalflüge machen. Das Problem bei Schweden, was heißt Problem bei Schweden, aber also die Voraussetzungen in Schweden sind eben so, wenn die Schweden jetzt sagen würden, sie wollen einen Orbitalflug machen, dann müssten sie sich das von Norwegen genehmigen lassen, weil da müssen sie eben drüber. Und da haben wir wieder so ein bisschen das Problem mit dem bewohnten Gebiet. Außerdem die Norweger haben halt eben ihren eigenen Startplatz. Die würden vielleicht auch zu den Schweden sagen, Norwegen, Andøya ist also der Startplatz, der im Moment am weitesten vorangeschritten ist. Das ist allerdings, ist Norwegen eben nicht Mitglied der EU, genauso wie UK eben auch nicht Mitglied der EU ist. Auf den Azoren ist es so, dass die zwar sehr ambitioniert gestartet sind, aber da ist im Moment auch so ein bisschen, naja, da geht es nicht so richtig weiter. Und dann ist es eben tatsächlich, sind wir schon an dem Punkt, dass der einzige im Moment wirklich operable Startplatz in der EU ist Kourou in Französisch-Guyana. Was natürlich irgendwie ein Startplatz ist, der, naja, der ist für Europa, es ist eben der Zugang, der europäische Zugang zum All. Der ist auch für die Ariane-Rakete und eben gerade auch für den Zugang zum geostationären Orbit hervorragend gelegen. Allerdings ist er eben, obwohl er auf EU-Territorium ist, jetzt ein bisschen weiter weg als. Das kann man so das, sehen, ja. So, und das ist also aus Sicht oder aus unserer Sicht für die Micro-Launcher, die ja wirklich so ein bisschen den Punkt haben zu sagen, sie möchten ein bisschen schneller sein, sie möchten ein bisschen günstiger sein, sie möchten insgesamt einfach ein bisschen näher dran sein, ist eben Kourou schon, naja, nicht nur eine Schiffsreise und eine Flugreise entfernt, da muss man halt schon ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Und so aus dieser ganzen, aus dieser Gesamtbetrachtung ist uns eben aufgefallen, wirklich in der EU gibt es noch keine gute Möglichkeit für Micro-Launcher zu starten. Warum ist es so wichtig, das aus der EU rauszumachen? Weil die Kommission selbst, also die Europäische Kommission als institutioneller Kunde sagt, wenn wir für unsere Leuchtturmprojekte Galileo, Copernicus oder eben auch in Zukunft für vielleicht das dritte Flaggschiff, die Telekom-Konstellation, diese Satelliten, die haben die sagen nicht, mit welchem Launcher das gestartet werden muss, aber die sagen, es muss aus der Europäischen Union heraus gestartet werden. So, da sehen wir jetzt eben schon, dass wir sagen, okay, die Micro-Launcher haben im Moment in der Europäischen Union eigentlich nur Kourou. Und deswegen ist dann schon wieder so, dass man sagt, jetzt mal angenommen, durchgesponnen, diese Breton-Konstellation, die kommt und das wird vielleicht eine, die für Micro-Launcher zugänglich ist, dann hast du auf einmal schon ganz schön viele Satelliten zu starten. Lass uns gleich mal kurz über den Markt sprechen. Ich will noch eins kurz verstehen. Du hast ein bisschen auf die Schnelligkeit abgehoben, ne? Also in eurem Video sieht man es auch ganz schön. Im Grunde stelle ich mir das so vor, die Raketen, die sind jetzt, hast du gesagt, um 30 Meter lang.
Die werden quasi fertig assembliert, kommen die sozusagen an den Verladeort, an der Küste in den Hafen, gehen auf das Schiff. Das Schiff hat die Startrampe ja integriert und ihr seid relativ schnell dann vermutlich am Startplatz. Habt ihr eine Überlegung oder eine Vorstellung davon, wie hoch die Startfrequenz sein kann? Also wie lange dauert so ein Prozess, wenn ich sagen will, ich habe jetzt hier Macro Launcher und meine Payload und ich möchte jetzt in der Nordsee starten, wie viel Zeit geht dafür drauf? Und wie hoch wird die Frequenz sein? Also wir rechnen im Moment damit, wir haben jetzt mal die Kampagne im Prinzip so aufgeteilt, dass wir sagen, wir gehen jetzt mal erst, oder was wir gut berechnen können im Moment, ist die Frage vom Verladen bis zum Start und wieder zurück. Es ist natürlich so, dass die Microlauncher und auch die Payload, wenn sie in Bremerhaven, das ist jetzt unsere bevorzugte Landzeit, wenn sie in Bremerhaven ankommen, müssen die dann natürlich irgendwie auch nochmal in den Rheinraum. Also die Payload wird irgendwie schon an Land integriert. Und da ist es ein bisschen schwierig, jetzt im Vorhinein zu sagen, wie viel Zeit das braucht, weil wir dafür eben auch wirklich viel, viel tiefer in die jeweiligen Ansprüche der jeweiligen Microlauncher reingucken müssten. So, das ist also so ein bisschen, es ist schwierig zu sagen, muss man ganz ehrlich sagen, können wir im Moment noch nicht so gut prognostizieren. Was wir schon prognostizieren können, ist, wie lange dauert es, wenn die Microlauncher, die Payload integriert sind, wenn die in der Launchbox drin sind und dann auf das Schiff draufgerollt werden. Ab dem Zeitpunkt bis zur Rückkehr zum Hafen rechnen wir mit ungefähr 9 Tagen. Das ist allerdings schon ziemlich großzügig gerechnet. Also da haben wir eine relativ großzügige Zeitspanne drin für Betanken, Aufrichten, vor Ort alles schicki machen so. Also 9 Tage wäre von Abfahrt bis Schiff kommt wieder mit, wenn wir mit dem einen, von dem einen Schiff reden, ist im Moment so die Basis, mit der wir rechnen, aber wie immer großzügig gerechnet. Wir gehen davon aus, dass wir aufgrund der klimatischen Bedingungen und so in 250 Tagen im Jahr starten können. Jetzt also, hat man ja heutzutage, ich meine, heute bei landgebundenen Startplätzen, gut, kommt immer auf das Trägersystem an sich ein, ist aber Wetter ein großes Thema. Und ich als Laie, und ich habe wirklich keine Ahnung vom Meer, habe nie am Meer gelebt, stelle mir vor, da gibt es Wellen, da gibt es auch gelegentlich mal Unwetter. Ist das ein Problem? Also ist das Wetter eine kalkulierbare Größe? Also das Wetter ist eben tatsächlich genauso, wie du schon sagst, wie das eben an anderen Spaceports jetzt auch schon der Fall ist. Das Wetter, was da meistens das Problem ist, sind eher Höhenwinde. Die haben wir natürlich bis zum, oder sagen wir mal so, also wenn es richtig hart windet, wenn es richtig stürmt in der Nordsee, dann ist das der Grund, warum wir halt eben von 365 Tagen sagen, an 250 wird es wahrscheinlich gehen. Tatsächlich ist es so, dass was man sich immer so vorstellt, was ich am Anfang auch dachte, Mensch, da in der Nordsee, da ist irgendwie immer Wellengang, wie soll denn das funktionieren? Das Schiff hat sehr, sehr gute Möglichkeiten, das auszugleichen, sodass man sagen kann, das ist wirklich stabil. Tatsächlich ist es so, wenn jetzt mein Kollege Heiko Felterhoff hier wäre von Haaren und Partner, der ist auch selbst lange zur See gefahren, der lächelt da immer so ein bisschen drüber, wenn wir uns irgendwie so Sorgen machen, was das irgendwie alles mit diesem Schiff macht. Also der sagt auch so mehr oder weniger, dieses da hinten dieses kleine Raketchen starten, das wäre seinem Schiff wirklich sowas von egal. Da kommen dann auch immer mal Fragen, ja, ob das Schiff denn irgendwie mit dieser 30-Tonnen-Rakete, das sind immer so die Raumfahrer, die dann sagen, ja, wir kommen hier mit unserer großen Rakete. Und er sagt, ja, 30 Tonnen, ey, das Schiff hat irgendwie 10.000 Tonnen, kannst du da drauf tun. Und zwar nicht nur so ein kleines Raketchen. Also das Schiff ist tatsächlich, das hat natürlich irgendwie auch so ein Dynamic Positioning System. Also das kann das irgendwie auch gut ausgleichen. Und Heiko sagt immer, du stellst das Schiff irgendwie mit dem Bug in die See, dann hält das sowieso still. Also der ist da ganz, ganz tiefenentspannt und sagt, dass das jetzt vom Wasser passiert. Ist nicht so das Problem. Und es ist ja auch wirklich so, wenn man sich anguckt, was zum Beispiel, also erstens gab es ja mit Sea Launch sowieso auch schon mal einen Anbieter, die Raketenstarts von der schwimmenden Plattform angeboten haben. Wenn man sich anguckt, was teilweise so auf Marineschiffen los ist, ne? Was die irgendwie so alles hinkriegen an wirklich austarierten Geschichten aus Wellengang,
muss man sagen, okay, wir werden vielleicht seekrank, aber wahrscheinlich wird es für die Rakete alles nicht so schlimm werden. Ist allerdings natürlich trotzdem eine Frage, so richtig 100%, ich will jetzt hier nicht sagen, das ist völlig unproblematisch, weil dafür muss man ein bisschen tiefer reingucken und vor allem muss man dafür eben auch gucken, da glaube ich auch, dass das nicht für jede Rakete das Gleiche ist, sondern dass das halt eben auch unterschiedlich ist, ne? Also jetzt nehmen wir mal an, es klingt ja so, als wären die technischen Bedingungen beherrschbar. Ihr braucht trotzdem Kunden und du hast gerade schon erwähnt, die Perspektive der institutionellen Kunden mit einer Konstellation, einer Telekommunikationskonstellation, die im Gespräch ist. Lass uns trotzdem noch mal kurz über den Markt sprechen. Also wo seht ihr den genau? Das ist ganz am Anfang unseres Gesprächs schon angedeutet. Wir sehen gerade diesen Paradigmenwechsel dahin. Vielleicht kannst du ein bisschen aufzeigen, wo denn eigentlich eure Kunden sitzen und was die so launchen würden. Tatsächlich unsere Kunden sitzen, also unsere potenziellen Kunden sind natürlich irgendwie erstmal auf jeden Fall die drei deutschen Micro-Launcher-Hersteller. Die sitzen jetzt halt irgendwie maßgeblich in Süddeutschland. Allerdings ist es so, dass wir, ich glaube, schon am zweiten Tag, nachdem wir GOSA gegründet hatten, schon zwei Anfragen hatten von Micro-Launcher-Herstellern, die nicht aus Deutschland kommen, weil eben dieser Boom und dieser Bedarf, für Startplätze für eben kleine Raketen, der ist jetzt zwar bei uns ziemlich ausgeprägt, aber den gibt es vor allem im europäischen Umfeld, gibt es da eben auch einfach noch ein paar mehr Firmen. Das sehen wir immer nicht so richtig, weil wir eben in Deutschland schon mit diesen drei Herstellern wirklich ja echte, naja, Einhörner darf man nicht sagen, weil das ja irgendwie ein geschützter Begriff ist, aber wirklich drei Firmen haben, die in wahnsinnig kurzer Zeit sehr, sehr viel Presse auch bekommen haben und eben riesengroße Fortschritte gemacht haben. Aber es gibt eben auch außerhalb von Deutschland noch Hersteller, die auf der Suche nach Startplätzen sind. Und ich glaube, also ich meine, das ist natürlich unsere potenziellen Kunden, sind in erster Linie Raketenhersteller. Aber ich meine, die Tatsache, dass es jetzt so viele Micro-Launcher-Firmen, Startups gibt, das hat ja auch einen Grund. Ich meine, die versuchen das ja nicht alle, weil sie irgendwie denken, ach ja, kicken wir mal, sondern dafür gibt es eben ganz offensichtlich eine Nachfrage, weil die Raumfahrt eben so ein bisschen auf dem Weg zurück zu ihren Anfängen ist, dass halt alles wieder ein bisschen kleiner wird. Dass zum Beispiel eben Kleinsatelliten in absehbar, also in den kommenden Jahren, das hat jetzt schon angefangen, aber das wird eben noch viel, 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 viel mehr werden, dass man eben wirklich mehr Kleinsatelliten haben wird, und zwar für Anwendungen, bei denen es jetzt eben nicht mehr der Envisat sein muss, sondern man sagt, wir splitten das mal lieber auf und gucken mal, was können denn eigentlich mehrere kleine Satelliten, die vielleicht jeder für sich nicht so wahnsinnig viel kann, aber in der Schwa im Schwarm oder in der Konstellation oder in der Gruppe oder you name it. Also da gibt es auch wirklich was man heute so kennt, sind in erster Linie die Konstellationen, also OneWeb und Starlink und sowas. Aber es gibt auch schon wirklich interessante Anwendungsbereiche für kleinere Satellitenschwärme, die dann vielleicht auch in so einer Kette hintereinander fliegen. Es muss nicht immer das weltumspannende Netz sein, sondern zum Beispiel für spezielle Wetterforschung gibt es durchaus Anwendungen, bei denen eben so eine Gruppe von kleinen Satelliten losgeschickt wird. Und das ist eben etwas, was sich sehr stark entwickelt, weil es auch niedrigschwellig ist. Es ist dann günstig, ne? Also auch für sehr, sehr viel für die Wissenschaft, für die Forschung, für den universitären Bereich ist eben so ein Kleinsatellit etwas, das kann man im Zweifelsfall dann auch leichter finanzieren. Und bisher war es immer so, dass der größte Batzen für einen Kleinsatelliten, also das, was es teuer gemacht hat, war halt immer der Start. Weil man entweder ist man irgendwo Piggyback mitgeflogen, da musste man Ewigkeiten warten und war immer so ein bisschen abhängig von demjenigen, der halt den größten Teil der Rakete bezahlt hat. Oder ist es eben so, dass man jetzt, wie das zum Beispiel bei dem, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann die Vega gestartet, diese letzte Vega, die vorletzte Vega, die gestartet ist, die irgendwie diese wahnsinnig vielen kleinen Satelliten dabei hatte. Die ist jetzt eben wegen Wetter ein paar Mal verschoben worden, aber ne, da muss man halt auch immer wieder warten. Und jetzt mit dem Micro-Launcher glauben wir eben einfach, dass das viel niedrigschwelliger wird und dass wir eben auch eine höhere Startfrequenz erleben werden. Und da haben wir dann gesagt, na gut, höhere Startfrequenz heißt dann auch mehr Bedarf am Startplatz. Du hast gerade die drei deutschen Startups erwähnt. Wie schaut es denn aus? Haben die Interesse signalisiert? Also mein Eindruck ist, wir haben letztens mit ESA Aerospace gesprochen. Die haben gesagt, dass sie erstmal planen, von Kiruna zu starten.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch die Rocket Factory Augsburg, mit denen ihr ja verbandelt seid, will zumindest ihre Erstflüge von Andoya aus starten. Wie ist da so das Feedback? Also gibt es da schon feste Zusagen? Naja, ich meine, das wäre jetzt tatsächlich, wenn wir jetzt schon feste Zusagen hätten für ein Vorhaben, bei dem wir irgendwie selbst noch sagen müssen, wir können ja noch gar nicht, ich meine, wir sind ja auch ein Stück weit davon abhängig, dass es genehmigungsfähig ist, ne? Also wenn da jemand schon sagen würde, all in, dann wäre das auf jeden Fall ziemlich mutig, würde ich mal sagen. Wir würden uns natürlich freuen, aber trotzdem ist es so, dass ich glaube, dass es nachvollziehbar ist, dass wir noch keine festen Zusagen haben. Aber wir führen, wie gesagt, sehr, sehr viele Gespräche. Wir führen auch mit den deutschen Microlauncher-Herstellern Gespräche. Und wir glauben schon, dass wir ein gutes Angebot machen können. Und am Ende des Tages wird es darauf hinauslaufen, wir müssen halt eben auch davon ausgehen, es wird halt einen Wettbewerb geben. So, und da muss man halt eben zusehen. Ich glaube, wenn wir ein gutes Angebot machen, dann wird das für alle Microlauncher-Hersteller, die sagen, für uns ist das halt irgendwie erreichbar. Ne? Ich erwarte jetzt ehrlich gesagt nicht, dass Peter Beck sagt, ich starte meine Elektron, die karre ich dir von Neuseeland hier rüber oder von den USA hier rüber, gehe ich jetzt nicht unbedingt von aus. Es sei denn, der sagt, ich bewerbe mich halt eben für irgendeinen Breton-Staat. Weil, wie gesagt, ne, bei Breton ist es so, der sagt halt eben, wo der Launcher herkommt, ob es dann wirklich so ist, wenn es soweit ist. Fragen wir mal nicht, aber im Moment ist noch für die EU-Kommission die Nationalität des Launchers egal. Dann wäre es so, dass wir sagen würden, okay, aber um deine Frage nochmal zu beantworten, ja, wir sind mit allen Herstellern im Gespräch und ich hoffe, dass wir ein gutes Angebot machen können und dann einen attraktiven Preis anbieten können. Jetzt stelle ich mir vor, man startet ja nicht einfach mal so Rakete. Ne? Also das schreit so ein bisschen nach einer gesetzlichen Regulierung und Gesetzen, die da greifen. Ich habe zwei Fragen dazu. Die eine ist zum einen ganz grundsätzlich, das geht dann mehr so in die wirtschaftspolitische Richtung. Wie sieht es denn aus mit der politischen Unterstützung, die ihr erfahrt? Ich habe mal einen Blick in die Wahlprogramme der Parteien geworfen. Übrigens, das richtet sich jetzt auch an die Zuschauer in Vorbereitung einer Veranstaltung, die wir am 1. September machen, hier bei Spacewatch Global, wo wir mit Fachpolitikern aus dem Bundestag über die, ja, sagen wir mal, Zukunft der Raumfahrt jenseits der Bundestagswahl sprechen wollen. Und wie gesagt, ich habe mir angeschaut, was findet man eigentlich zum Thema Raumfahrt in den Wahlprogrammen? Und ich war überrascht zu sehen, dass immerhin die FDP erwähnt, euer Projekt gewissermaßen. Die SPD spricht überhaupt nicht über Raumfahrt und die anderen größeren Parteien sprechen sich pro New Space aus, sehen da eine Förderung. Wie ist deine Erfahrung jetzt? Gibt es denn einen politischen Rückhalt dafür oder ist die Message das, worüber du jetzt gerade gesprochen hast, ist das in der Politik angekommen und verstanden, welche Potenziale und Chancen sich mit einem Launchflecken in der Nordsee da auftun? Ist das angekommen in der Politik? Das ist immer so ein bisschen, ne, jetzt die Lobbyistin, die kriegt natürlich schon ein bisschen, wenn die Politik, das ist immer ein bisschen, das ist ein ziemlich weites Feld. Also sagen wir mal so, ich breche es mal darauf runter. Ich glaube schon, dass die Tatsache, dass Deutschland in der Raumfahrt stark ist und dass Deutschland gerade auch im Bereich der neuen Raumfahrt oder der Startups in der Raumfahrt und diesem Aufbruch, dass man da auch wirklich sagen kann, Deutschland profitiert davon, dass es in der demokratischen politischen Öffentlichkeit in der Breite angekommen. Das auf jeden Fall. Wir kriegen auch tatsächlich sehr, sehr viel Unterstützung, überparteilich, überfraktionell, tatsächlich eben auch aus unterschiedlichen Funktionen, also zum Bremen, der Bremer Senat, wirklich sehr von Anfang an haben die auch, ich meine, gut, jetzt ist Bremen natürlich auch eine Raumfahrtstadt, ne, aber trotzdem haben die halt auch sofort erkannt, was das auch für einen wirtschaftspolitischen und für einen standortpolitischen Impact haben kann. Also da, und da, ich meine, wie jeder, der sich dafür interessiert, weiß, dass in Bremen ein rot-rot-grüner Senat regiert. Da kann man also schon mal sagen, dass wir da eigentlich schon eine ziemlich breite politische Unterstützung kriegen. Also ja, ich glaube schon, dass das angekommen ist. Ob das jetzt tatsächlich für jeden Einzelnen, der sagt, New Space ist eine wichtige Sache, dass da immer sofort der Rückschluss ist, ja, wir brauchen auch unbedingt diesen Spaceport in der Nordsee.
Das stelle ich jetzt mal die Frage offen. Finde ich aber auch tatsächlich jetzt nicht, würde ich nicht erwarten und würde es auch nicht unbedingt als entscheidend betrachten, weil ich eben einfach glaube, dass ein wesentlicher Aspekt an dieser ganzen Rule-Space-Startup-Bewegung ja auch die Wettbewerbsfähigkeit ist. Und wenn wir, wie ich es eben schon mal sagte, wenn wir halt eben am Ende des Tages kein Angebot machen könnten, bei dem man sagen kann, das ist wettbewerbsfähig, dann hätten wir ja sowieso nicht so richtig eine Daseinsberechtigung. Und das ist schon auch immer die Ausgangslage. Und das ist auch etwas, das wird uns auch durch die Bank weg von allen Funktionsträgern, von allen politischen Entscheidungsträgern ins Hausaufgabenheft geschrieben. Das haben wir auch von Anfang an verstanden und umgesetzt, dass wir sagen, das soll natürlich kein Subventionsgeschäft werden, sondern das ist schon, wir wollen, also wir machen die Übung halt eben, weil wir denken, dass man damit auch Geld verdienen kann. Das ist immer so ein bisschen. Ich gucke hier mit einem Auge mal auf die Fragen und es gibt ja eine Frage von Herrn Hegmann. Viele Grüße. Herr Hegmann ist Redakteur bei der Welt, ausgewiesener Raumfahrtexperte. Er stellt die Frage, wie sicher ist die Realisierung? Bisher hieß es, dass der Bund eine finanzielle Unterstützung leisten soll oder muss. Gibt es da eine verbindliche Zusage und wie viel Geld vom Staat braucht ihr denn? Also, wir haben ja von Anfang an, wie ich schon sagte, also nicht nur mit dem Bremer Senat, sondern eben auch der BDI hat ja das Thema quasi in der politischen Öffentlichkeit platziert und hat schon, bevor wir GOSA gegründet haben, mit dem Wirtschaftsministerium sehr intensiv gesprochen. Und da kommt eben auch schon aus dieser Zeit kommt jetzt nicht die Forderung, aber so ein bisschen der Wunsch zu sagen, wir würden uns freuen, wenn wir bei den Initialkosten, die wir eben einfach haben, also es gibt ja so ein paar Sachen, die wir, obwohl wir sagen, dass wir das relativ, naja, Low Cost ist ein bisschen ein schwieriges Wort, also dass wir versuchen wollen, das möglichst mit Dingen, die es schon gibt, zu realisieren, dass wir versuchen wollen, auch nicht die Goldrandlösung zu suchen, sondern das ist eben ein Beispiel, dieses Schiff. Wir wollen an dem Schiff im Prinzip fast nichts umbauen, weil wir das chartern wollen. Das Schiff bleibt weiterhin einfach auf dem Markt und wir chartern es, wenn wir es brauchen. Nichtsdestotrotz, so ein paar Sachen muss man halt eben, man muss zum Beispiel ein Radar kaufen. Geht ja nicht anders. Ne? Kannst du jetzt irgendwie nicht sagen, das leihe ich mir mal von was weiß ich wem. So. Ein paar Dinge muss man halt eben einfach kaufen. Und für uns war oder ist eben die Ausgangslage, dass eigentlich die ganzen anderen Spaceports, mit denen wir in Konkurrenz stehen, werden entweder staatlich betrieben oder sie sind staatlich aufgebaut und erst nachdem sie fertig geworden sind, in den privaten Betreiber übergeben worden. Und weil wir eben denken, dass wir einen Wettbewerbsnachteil haben, wenn wir jetzt sagen würden, wir holen uns sofort privates Kapital und müssen das dann halt eben über die Startkosten wieder reinholen. Gab es mal so den Wunsch an den Bund, sich an diesen Initialkosten zu beteiligen? Da reden wir von einer Summe von 25 bis 30 Millionen. Allerdings ist es so, dass wir von Anfang an gesagt haben, dass wir eben einfach gucken müssen, wie sich auch so ein bisschen, wie sich die Lage dazu entwickelt. Also wenn es jetzt am Ende so sein sollte, dass die ganzen anderen Spaceports aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren, ne? Also wie eben gesagt, wenn man aus Kiruna raus nicht starten kann, weil, also halt eben nicht orbital starten kann, weil Norwegen sagt, das geht nicht, dann ist es natürlich ein Wettbewerber weniger. Und da muss man halt eben einfach so ein bisschen gucken, ob das am Ende des Tages auch wirklich nötig ist, dass wir sagen, wir brauchen diese 25 bis 30 Millionen Initialkosten komplett vom Bund oder komplett von der öffentlichen Hand. Möchte ich mich heute ehrlich gesagt nicht so richtig drauf festlegen. Okay. So. Ich hoffe, das hat die Frage hinreichend beantwortet. Aber ich kann den Hintergrund der Frage verstehen. Es ist eben nur so, wie gesagt, wir haben halt eben ganz, ganz dicken Stapel Papier, bei dem wir gucken müssen wir das beachten, müssen wir das nicht beachten. Da liegt ja auch ganz viel Papier, geht dann wieder zur Seite. Und genauso ist es mit diesen Initialkosten. Das schwankt auch immer so ein bisschen, weil wir halt eben ständig neu bewerten und gucken, was brauchen wir denn wirklich. Und da fallen auch schlicht und ergreifend ein paar Sachen, mit denen wir am Anfang gerechnet haben, die fallen dann auch schnell weg. So.
Ich würde gerne, weil wir langsam schon zum Ende kommen müssen, noch zwei Stichworte anbringen. Vielleicht kannst du abschließend noch was dazu sagen. Zum einen, das geht auch auf eine Frage eines Zuschauers zurück. Kai Höfner fragt, was sind die größten Herausforderungen im Zulassungsprozess für eine derartige Startplattform? Gibt es spezielle Umweltauflagen? Und ich würde es gerne ergänzen, inwiefern seid ihr darauf angewiesen, dass das Weltraumgesetz, was ja irgendwie noch immer auf sich warten lässt, auf die Straße kommt? In meiner naiven Vorstellung ist es so, man kann nicht einfach eine Rakete starten. Da stellen sich Haftungsfragen, da stellen sich eine ganze Menge hoheitlicher Fragen. Genau, wie sieht es da aus? Also zum einen die Herausforderung im Zulassungsprozess und dann braucht ihr das Weltraumgesetz, um tatsächlich in Betrieb gehen zu können. Das Sätze ist eine schwierige Frage. Wir, im Moment ist es so, dass wir die Aussage vom BMWi haben, vom Raumfahrtkoordinator, hat er auch öffentlich getroffen, dass er sagte, nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums, dass der federführend ist für Raumfahrt, bedarf es keines dezidierten Raumfahrtgesetzes oder Weltraumgesetzes für einen Spaceport in Deutschland. Das ist jetzt eben erstmal so, das ist die Aussage von der zuständigen Stelle. Okay. Damit gehen wir jetzt um. So, davon gehen wir jetzt erstmal aus. Allerdings persönliche Bemerkung am Rande. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in der nächsten Legislaturperiode recht schnell in Diskussionen zu diesem Gesetz wieder einsteigen werden, weil, man, du hast es selbst gesagt, das Thema ist eben sehr präsent im Moment und die Tatsache, dass das Gesetz jetzt in dieser Legislatur nicht gekommen ist, da gab es bestimmt viele auch nachvollziehbare Gründe für, heißt aber aus meiner Sicht trotzdem, dass das nicht lange wird auf sich warten lassen, dass wir zumindest drüber sprechen und dann eben auch genau diese Aspekte da irgendwie mitbehandelt werden. So, also im Moment gehen wir davon aus, dass wir unseren auf jeden Fall den Prozess, den wir jetzt angefangen haben, auch ohne dieses Weltraumgesetz weiter beschreiten können. Und den zweiten Teil der Frage habe ich jetzt leider schon wieder vergessen. Da ging es um die Hürden im Zulassungsverfahren. Also was gibt es für Ja. gibt es Auflagen, die euch noch Probleme bereiten? Ich meine, die Nordsee ist sicherlich auch ein wichtiges und zu schützendes Ökosystem. Auch da würde ich mir naiv vorstellen, gibt es sicherlich eine Reihe von Auflagen, die ihr erfüllen musst. Und die Frage ging, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, blockieren die euch zurzeit, stellen die besonders große Hindernisse dar? Tatsächlich ist es so, wir wissen noch gar nicht so ganz genau, ob wir große Hindernisse vor uns haben oder nicht, weil wir in diesem Prozess noch gar nicht so weit fortgeschritten sind. Also prinzipiell kann man, glaube ich, schon sagen, ein wesentlicher Faktor, den wir uns jetzt in diesem Fleckchen da ausgesucht haben, ist ein Thema der Nutzungskonkurrenz. Also ich habe es ja schon gesagt, dass gerade in diesem Fleckchen zwar keine Planung ist für Offshore-Windparks, aber logischerweise sind die da nicht so weit weg. Und da muss man halt irgendwie auch gucken, wie groß muss der Sicherheitsabstand sein und sowas. Also tatsächlich ist wahrscheinlich aus heutiger Sicht Offshore-Wind eines der größten Hindernisse oder auf jeden Fall ein Faktor, mit dem man umgehen muss in irgendeiner Form. Weil so Windräder, ich meine, das ist ja auch, naja, die sind halt auch groß und stehen da so rum. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist dein Hinweis, ja, die Nordsee ist ein schützenswertes Gewässer und da gibt es natürlich auch sehr viele Naturschutzauflagen. Auf jeden Fall. Allerdings ist es auf der anderen Seite so, dass tatsächlich, wenn man sich so die Spaceports der Welt anguckt, die gehen alle irgendwie zum Wasser hin, außer Kasachstan. Also in Baikonur, die sind halt in der kasachischen Steppe. Aber alle anderen Spaceports, die versuchen eigentlich immer Richtung Wasser zu starten. Das heißt also, eigentlich alles, was man da so an Auflagen hat, Fairing wieder einsammeln, irgendwelche Stufen wieder einsammeln und sowas. Das hast du alles auch, wenn du von Land aus startest. Und da haben wir aus unserer Sicht sogar ein Stück weit den Vorteil. Ich meine, wir fahren ja nicht nur mit dem einen Schiff da raus, sondern da hast du dann Begleitschiff und Sicherungsschiff. Und wenn das mit Meldungen von Leuten, die so weitergeht, die sagen, oh, wir würden aber gerne irgendwie den Start sehen, haben wir wahrscheinlich noch einen Flugzeugträger dabei oder mindestens ein Kreuzfahrtschiff. Also wir haben ja sowieso schon auch noch eine maritime Logistik dabei. Das heißt also, dass wir damit schon vor Ort sind. Alles, was da geplant runterfällt, was eingesammelt werden muss, sammeln wir natürlich ein. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt,
dass wir im Moment noch in so einer Situation sind, in der natürlich, und das ist auch völlig in Ordnung, alle Behörden, alle Ministerien da drauf gucken und sagen, was ist denn der Worst Case? Und da geht man jetzt so ein bisschen von runter. Das meinte ich eben mit dem ganz, ganz großen Stapel Papier. Da wird halt eben dann auch viel, ich will jetzt nicht sagen, in die Grundablage gelegt, aber eben abgelegt, haben wir geprüft, haben wir gemerkt, ist jetzt nicht, doch nicht so einschlägig. So, und da wissen wir noch nicht. Also tatsächlich ist es so, dass wir heute noch nicht genau wissen, ob vielleicht irgendwo da noch ein Showstopper dabei ist. Wenn es so sein sollte, dass wir gerade in dem Gebiet vielleicht doch irgendwie, dass man da sagt, aber da fällt was runter und gerade da, na, brütet die Sumpfechse jetzt nicht, aber der Schweinswal zum Beispiel, das ist echt ein ziemlich empfindliches Tier. Da müssen wir halt eben gucken. Aber wie anfangs schon gesagt, ist ja ein Schiff. Kann vielleicht ein paar Meter weiterfahren. Sehen wir dann. Sehr gut. Wir sind wirklich über der Zeit, aber ich möchte noch eine Frage mitnehmen. Ich weiß nicht genau, wer die gestellt hat, aber interessant ist offenbar Ariane Group. Der Fragesteller heißt Ariane Group, Fröbel, DE. Und ich lese mal vor. Herr Ja, also Kollege Fröbel aus Bremen, viele Grüße. sehr schön. Bei allem guten Engagement für den Raumtransport aus Europa stellt sich immer noch die Frage, wie sich COSA die Arbeitsteilung mit den europäischen Investitionen im ferneren Europa in Kourou vorstellt. Dazu gehören im Übrigen auch die Sicherheit, die für einen Staat erforderlich, von Vermeidung und Umgang mit Ausfällen und Fehlstarts bis hin zu Zugangsschutz bei militärischen Kunden. Also ich glaube, die Frage zielt so ein bisschen ab, wenn ich das richtig verstehe, aber das ist jetzt sehr, sehr, glaube ich, so ein bisschen auch branchenspezifisch, wie man denn jetzt zusammenarbeiten möchte mit den großen etablierten Launcher-Anbietern, wenn es um institutionelle Kunden geht. Ist das richtig? Habe ich die Frage richtig so interpretiert? Also so interpretiere ich die Frage, ich stelle sie jetzt dir so. Ja, also ich würde sie wahrscheinlich auch so interpretieren. Also tatsächlich ist es so, dass wir, ich meine, natürlich ist es, nein, andersrum. Wir werden von unserem Schiff aus der Nordsee raus für die Kunden, die im Moment maßgeblich in Kourou starten, nämlich eben die große Ariane und die Vega, kein Konkurrenzangebot machen können. Weil Ariane, wären wir wieder beim Flugzeugträger. Also ich meine, die kriege ich beim besten Willen nicht auf dieses Schiff drauf. Natürlich ist es so, dass wir uns schon auch darüber im Klaren sind, dass wir für den Fall, dass unsere Kunden, Micro-Launcher-Hersteller, vielleicht eine Payload von einem militärischen Kunden haben, dass man sich dann darüber halt irgendwie schon Gedanken machen muss, wie man das sichert. Aber da ist es jetzt eben auch wieder so, dass wir natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir ein Konsortium sind, in dem verschiedene Partner mit verschiedenen Erfahrungen zusammenkommen, wir zum Beispiel von OHB durchaus auch Erfahrungen damit haben, wie man eben mit einem militärischen Kunden oder mit einem institutionellen Kunden mit einem besonderen Sicherheitsinteresse umgeht. Das sind natürlich irgendwie Fragen und die Frage, die da auch so ein bisschen mitschwingt, glaube ich, ist ja auch so ein bisschen dieses in Französisch-Guyana ist natürlich auch sehr, sehr viel der Staat mit drin, der französische Staat, also schon allein die Tatsache, dass eben dieses ganze Areal da von französischem Militär geschützt wird, das werden wir natürlich jetzt eher nicht haben. Das sind aber auch Fragen, da habe ich heute noch keine Antwort drauf. Also ich gehe jetzt ehrlich gesagt nicht davon aus, dass wir irgendwie die Feldjäger bei uns in Bremerhaven haben werden. Es sei denn, ein militärischer Kunde sagt, naja, doch. Also ich kann mich erinnern, ich war da noch nicht bei OHB, aber dass das bei früheren Militär mit Starts von Satelliten für militärischen Kunden durchaus auch schon mal der Fall war. Naja, dann würde ich mal sagen, Bremerhaven, nehmt euch einen Schal mit. Also ich weiß, ansonsten werden wir dann sehen, wie das so ist. Aber wir sagen immer, und das ist auch weiterhin etwas, wovon ich fest ausgehe, wir sehen uns eher als eine Ergänzung zu dem Startplatz in Kourou, weil wir eben heute sehen, dass das Angebot, das wir machen, dort noch nicht so hundertprozentig gemacht werden kann. Und ich meine, Okay. Konkurrenz ist ja irgendwie auch immer gut fürs Geschäft und Wettbewerb hat noch keinem geschadet. Konkurrenz ist gut, belebt das Geschäft, Wettbewerb zeichnet, oder sagen wir mal, die New Space zeichnet sich durch Wettbewerb aus. Sabine, vielen, vielen Dank. Wir müssen zum Schluss kommen. Wir haben überzogen. Das war ein super interessantes Gespräch. War mir eine Ich Freude und eine Ehre und ich habe gerade auf die Uhr geguckt und dachte, hui, schon 10 Minuten drüber. danke dir. Ich wünsche dir und dem Vorhaben alles Gute.
viel Erfolg weiterhin. Und für unsere nächsten sehr spannenden Events gebe ich zurück an Chiara, unsere Eventkoordinatorin, die jetzt auch wieder sichtbar und zugeschaltet ist. Bitte, Chiara. Vielen Dank, Andreas. Und nochmal vielen Dank, Andreas und Sabine, für dieses wirklich interessante Gespräch. Ja, wie Andreas gerade angekündigt hat, würde ich euch gerne noch ein bisschen was über unsere nächsten Events erzählen. All unsere Events sind weiterhin auf Eventbrite zu finden. Und es geht weiter am 31. August um 16 Uhr haben wir unsere 33 Minutes with Ronald van der Breggen, wo Thorsten wieder euer Host ist, zum Thema Konstellationen. Besonders wollen wir den 1. September unser Space Café Germany mit Andreas euch ans Herz legen. Wir haben es nämlich geschafft, die führenden deutschen Raumfahrtpolitiker einzuladen. Da haben wir Klaus-Peter Bilsch, Reinhard Hoven, Michael Gerdes und Dieter Jannik, die mit Andreas und Thorsten über die deutsche Raumfahrt nach der Bundestagswahl diskutieren werden. Das geht uns und euch alle etwas an, also meldet euch bitte für dieses Event an. Und wir freuen uns auch wirklich über eure Fragen im Voraus, dass wir die mit in das Gespräch einbinden können. Natürlich nicht weniger interessant sind auch unsere weiteren Events. Wir haben am 2. September um 16 Uhr unser Space Café Scotland mit Angela Mathis zum Thema Möglichkeiten im All für alle. Am 3. September um 16 Uhr haben wir unser Space Café Russia mit Elina Morozova zum Thema Weltraumtourismus in der russischen Sprache. Und am 7. September um 16 Uhr haben wir unsere 33 Minutes with Niels Eldering. Und dann am 10. September um 10 Uhr morgens unser Space Café Australia mit Annie Handmeer. Wir freuen uns auf eure Anmerkungen, Anregungen und Meinungen. Also nehmt einfach via Twitter, Facebook oder LinkedIn Kontakt mit uns auf. Und besucht uns wieder auf Spacewatch Global. Abonniert unsere Newsletter, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Und dann würde ich nochmal zurück zu Andreas gehen für some famous last words. Vielen Dank fürs Dabeisein und dir, Sabine. Nochmal danke für das wirklich interessante Gespräch und an alle Zuschauer, Zuschauerinnen, bleibt gesund und uns gut gewogen und wie Thorsten immer so schön sagt, don't forget, become a Space Watcher. Tschüss.